Meine Damen und Herren, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu Part 11 GTA San Andreas. Es ist mir eine sehr große Ehre, Freude, Ihnen dieses Event zu präsentieren und ich bin sehr stolz. Mir fällt nichts ein, Mist. Egal, ich bin einfach stolz. Wenn jetzt mal bei Ryder vorbeischauen. Ach, es ist. Ach doch, geht, okay. Hey Ryder, what the hell you doing? I think I couldn't find that wet I buried, so I'm making my own. Strong. It's easy, fool. Man, don't do that. You'll saute the both of them. Morning, boys. Man, who you calling boy, fool? Well, what should I call you, midget? How about prick? Prick. Yeah, prick works. Man, fuck you. Bitch, get out of here. Mmm, smells good. What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. Mmm, my wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something-something on board for you, boy. Square business, man. Catch you later, homeboys. Asshole. Oh, Carl. Try not to kill any more respected police officers. Please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Just doing my part for the community. Your train's gonna be there in 5. Aber das war jetzt nicht nett von euch, also ich sehe da gar keinen Grund, warum ihr hier solche üblen Lügen über mich verbreitet. Also nee, das finde ich wirklich nicht politisch korrekt, muss ich ganz ehrlich meine Meinung kundtun. Warum rieche ich echt so hochgestochen, was ist da los eigentlich? Na gut. Wir werden jetzt mit dieser unglaublich langsamen Karre, Alter, ich schlaf ein. Mit dieser unglaublich langsamen Karre zu diesem einen Zug fahren und ein bisschen losballern. Zack, richtig gecrashed. Was nicht Absicht, wie alles hier. Ist alles Absicht, klar. Ah, das ist gleich ein netter kleiner Zug. Ach, okay, ja, den brauchen wir. Dann werden wir mal ein bisschen ballern, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Wieso sind am Sterben? Was ist denn da los, ja? Boah, man weiß es nicht, ja. Übelst heftig. Ich werde wieder so der becheaten müssen, einfach. Klasse. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Mir fällt da was ganz Schönes ein. Und da bin ich wieder. Ah. Gang of South Central. Man, we gonna smoke those balls. Ah. Was mir da wohl eingefallen ist, ja, man weiß es nicht, ja. Schauen wir mal. Hey, was geht? Ach, ich kann nicht schießen. Mist. Wie schieße ich denn ohne Maus? Mist. Ah, ich hasse es schon wieder. Kackmaus, nix geht hier. Ah, wenn ich jetzt auf Escape drücke, stürzt es wieder ab. Ach! Ich bin gleich wieder da. Oh, mein Hals. Und wir sind wieder an der gleichen Stelle. Ich habe mich mit Cheats hier mal ganz locker durchgespielt gerade. Die sind sowieso gleich weg, wenn das Auto brennt. Zack.
Oh, den da vorne, den kriegen wir auch noch. Den kriegen wir, den... Ey, bleib doch mal stehen, ey, du Weichkeks. Ey, so ein Weichkeks, ohne Witz. Okay, Zug und die Lupe nehmen, ja. Was gibt's da? Ach so, ja genau, die Mission. Ha, jetzt fällt mir wieder ein. Wie unrealistisch einfach, so dick zu werfen und trotzdem fängt der Typ, ne, von mir aus. So. Jetzt hier mal schneller. Aber Hauptsache über meinen Fahrstil wieder beschweren. Boah, nee. Oh nee, 3 Sterne habe ich ja richtig gar keinen Bock drauf. Ey, also nee, also 3 Sterne, da könnte ich wieder kosten, wenn ich sowas sehe. Ah. Das Blöde ist, die Helis kommen auch erst ab 4, die Helikopter. Ja, den haben wir mal schön ach nee, sind doch schon Helis da, ist schön. Jetzt muss ich wahrscheinlich $100 für den Piss zahlen. Geht schon wieder kommen. Bitte nicht, 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 bitte nicht. Puh! Ey, 100 blöde Dollar! Muss ich von meinem eigenen Kackgeld da zahlen. So ein Mist. Ach, komm. Alles so unfair hier. Driften kann dieses blöde Auto auch nicht. Lenkung ist sowieso für einen Hugo. Ah. Unfassbar. Na, dann fahren wir halt jetzt nach Hause. Nächste Mission. Das Leben geht weiter. Eintönig. Muss immer für die anderen schuften. Die kann man auch mal selbst freie Zeit haben. Sich um eigenes Business kümmern. Immer was für die anderen machen. Das ist dann doch schon ziemlich eintönig, muss ich auch sagen. Da kann ich CJ absolut verstehen, wenn er Rage quittet wegen dem Kackspiel. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Ja, Grow for Life kennen wir. So, jetzt kann ich auch gleich einfach wieder die Cheats ausstellen. Aber vorher... Headshot! Oh, schade. Headshot? 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 Geht doch. So, jetzt erstmal speichern auf dem neuen Speicherstand. Vielleicht liegt es am ersten Speicherstand, dass es immer so schlecht läuft. Erstmal Cheats aus. Gut, das passt. Und jetzt mal auf Speicherstand 2, meinetwegen. Gut. Das ist schon mal schön. Und jetzt. Ryder, genau. Nächste Mission bei Ryder. Hey Jungs. Nein, chill mal. Will ich doch nicht machen. Oh, sorry. Passiert. Hey, chill mal Leben. Ich will doch gar nichts. Ich will nur... Ach ja, ich wusste nicht, was das Rote ist. Ich habe es inzwischen endlich herausgefunden. Deswegen ist das Spiel auch nicht für kleine Kinder. Das ist nämlich Rotwein und Alkohol ist ja nichts, ist ja nur was für ganz, ganz große Leute. Deswegen wusste ich das auch gar nicht. Hey, run! Low. Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school.
because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, that ain't it either. It's cause I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit, a genius. Oh yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit that out my face. Go hit the way. Oh, come on, man. Buster. Also, wie gesagt, das ist Rotwein. Und das Lustige ist, jeder in dieser Stadt trägt Rotwein mit sich, wenn man ihn nur überfährt. Also, ich meine, die haben es auch dabei, wenn man ihn nicht überfährt, logischerweise, aber. Nur dann sieht man es. Nehmen wir zum Beispiel diese nette junge Dame hier. Sag Rotwein, wer hat gesagt? Ich, oh ja. Ich hatte recht. Oh yeah, ich hatte recht. Ich hatte recht, ich hatte recht. Ich habe mal wieder die Graffiti-Dose vergessen. Das ist noch zum Running Gag. Ist schon kommen. Part 30, Graffiti-Dose nicht dabei. Check. So wird's aussehen. Ach, na gut. Es läuft gerade nicht so flüssig. Das wundert mich. Warum denn? Das finde ich nicht so gut gerade. Das läuft jetzt immer überflüssig. Also es läuft sehr flüssig. Überflüssig hört sich jetzt irgendwie komisch an. Das läuft noch flüssiger als Wasser. So. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Hier auf die Straße und dann da runter. Okay. Gut, also wieder zurück auf die Straße. Boah, wie macht man das jetzt? Vielleicht hier? Vielleicht hier? Boah, da kommen wir nicht drüber, oder? Nee. Bitte, ihr müsst doch irgendwo... Irgendwo eine Auffahrt auf diese blöde Brücke geben. Und es läuft doch wieder flüssig, einigermaßen. Das ist gut. Hey! Gib mir deinen Rotwein. Der Nachteil ist, der läuft auch immer aus. Man kann ihn nie absahnen oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Also man sollte wenigstens den Rotwein mitnehmen können in so einer Flasche und dann verkaufen. Man muss ihn ja nicht trinken, kein Problem. Wir sind über Rot gefahren, aber ist egal. In den Ampeln ist auch Rotwein. Habe ich auch rausgefunden. Ich bin so intelligent. Das ist ein anderes Wort für schlau. Und da ist wieder ein Graffiti. Dieses Spiel provoziert mich aber auch mit diesen Kackteilen. Ach man, du bist im Weg, Mann. Ich hab einen scheiß Tag. Sorry, tut mir leid. Ich hab einen scheiß Tag hier auf dem Weg, Mann. Hau bloß ab. Ey, nur am Umnervenseite, wie heftig. Parkour fahren. Check. Oh, jetzt kann ich ja wieder verwundet werden, das ist ja schlecht.